alle zusammen. Wir machen jetzt so eine Art Langosch. Das sind eigentlich die Zutaten, die man für einen Langosch hat, weitgehend dabei, bis auf dass wir, also einmal werde ich es wohl anders benennen, weil ich weiß nicht, wem alles Langosch, also wem das bekannt ist und wem nicht. Und es wird nicht frittiert diesmal und wir nehmen auch keine Hefe. Also man muss auch nicht warten oder muss Angst haben, dass der Teig nicht aufgeht, für die, die sich an Hefe ungern rantrauen. Und jetzt machen wir gerade erstmal schnell unseren Belag, wie wir es bestreichen. Man kann entweder Knoblauch nur nehmen mit Olivenöl und einer Prise Salz oder mit saurer Sahne das noch mischen, wie ich es jetzt machen werde. Aber ich würde jetzt saure Sahne nicht mit irgendwas anderem austauschen, weil da passt, wenn dann wirklich einfach meines Erachtens nur saure Sahne, dann lieber nur mit Öl und Knoblauch. Jetzt, wie gesagt, etwas Olivenöl. Etwas Salz. Und etwas saure Sahne. Wir kümmern uns jetzt um den Teig. Ich habe jetzt schon mal alles in die Schüssel getan, denn ich musste etwas abmessen, wiegen und so, weil es ist eigentlich ein Tassenrezept. Und da ich weiß, dass einige das nicht mögen, musste ich mir das jetzt selbst umrechnen und deswegen ist jetzt alles schon hier drin. Und zwar einmal 180 Gramm Naturjoghurt, so ein halber Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zuckerhammer drin, halber Teelöffel Backpulver, 170 Gramm Mehl und unten, was man jetzt nicht sieht, sind noch so 60 Gramm Käse nach Wahl. Also halt klein gerieben, logischerweise. Und das müssen wir jetzt miteinander verrühren. Ich werde jetzt mal die Hand nehmen, denn dann merke ich jetzt besser, ob das jetzt stimmt mit der Menge oder ob ich noch irgendwie was von irgendwas dazugeben muss. Aber es fühlt sich schon mal ganz gut an. So, ich habe mir das jetzt mal auf 3 Portionen geteilt. Es klebt noch etwas, aber das sollte so ausreichen, wenn wir das Mehl zum Ausrollen nehmen. Und dann tun wir das erstmal ausrollen. Wenn wir das schön ausgerollt haben, habe ich hier nämlich nochmal separat 60 Gramm Käse. Und da gucke ich jetzt, dass ich ungefähr so ein Drittel, denn wir haben ja 3 Portionen von dem Käse. Ja, ich denke ungefähr, gebe ich hier drauf. Dann tun wir das wieder schön verschließen. Und dann tun wir das nochmal ausrollen. Wenn jetzt die Frage kommt, warum man nicht alles in den Teig gibt, weil das Rezept das so sagt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Ganze ist, ob das dann in der Mitte noch ja, so weicher Käse ist oder so. Das weiß ich auch nicht, weil ich es ja noch nicht gemacht habe. Also ich werde es jetzt auch nicht total flach drücken, sondern einfach so, damit in der Hoffnung, dass der Käse dann noch so eine, ja, so wie man das sich halt wünscht, dass er sich dann noch so schön zieht. So werde ich das jetzt lassen und so machen wir.
So, in der Pfanne ist jetzt etwas Öl. Das habe ich jetzt etwas erhitzt. Und da geben wir jetzt mal unser erstes Brot hinein. Ich wollte noch sagen, ich weiß jetzt noch nicht, auf welchem Kanal ich das hochlade. Wenn ihr aber auch ein Video sehen wollt, wie also das Originalrezept von Langosch geht, auf dem Kanal jetzt von Inga legt los, habe ich das auch mit Frittieren und so. Also nur, wer sich dafür interessiert, kann da auch gerne das Originalrezept sehen. Ja, und jetzt müssen wir einfach warten. Jetzt wollen wir das erste Mal drehen. Das sind einfach jetzt halt ein paar Minuten um. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich habe die Platte jetzt bei mir ganz hoch gestellt, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Platte nicht mehr ganz so heiß wird. Also guckt da am besten, wenn ihr es bei euch auf halber Stufe habt, wie es dann ist. Wenn ihr merkt, es dauert zu lange, dreht einfach so auf Dreiviertelstufe hoch, denn es soll ja auch innen gar werden. Also wir haben es jetzt ziemlich flach ausgerollt, aber trotzdem. Und ich finde, aussehen tut es schon mal super. Aber der Geschmack zählt natürlich. Und jetzt lassen wir einfach die zweite Seite brutzeln. So sieht das Ganze jetzt angeschnitten aus. Was ich noch sagen wollte, ich hatte ein bisschen die Mischung mit dem Sauerer, also mit der sauren Sahne. Da hatte ich ein bisschen viel Olivenöl rein. Da reicht einfach so ein Teelöffel, anderthalb Teelöffel, reicht da vollkommen aus. Das habe ich jetzt hier auch schon oben drauf gegeben. So sieht das jetzt von innen aus. Ich will es immer nur nicht zu nah euch zeigen, weil dann bei dem Fotoapparat irgendwie der Zoom nicht so mitmacht. So, wir probieren mal. Ich bin mal weg. Tschö. Mein Gott. Wow. Ich bin gerade echt geschockt. Das schmeckt so gut. Und dann ist es noch nicht mal frittiert. Ich meine, natürlich ist es auch nicht kalorienarm. Aber immerhin ist es nicht frittiert. Der schmeckt saugeil, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, da könnte ich mich gerade reinlegen. Passt alles perfekt. Ich kann nichts dazu weiter sagen. Bei mir, habt ihr ja gesehen, sind 3 Stück rausgekommen. Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!